Beschütze dein Peace of Mind, den Frieden in deinem Kopf. Du musst das verteidigen und das geht nur, wenn du dich von negativen Menschen fernhältst. Ich meine, es gibt Menschen, die rufen dich jeden Tag an und sülzen dich mit dem gleichen voll. Immer das gleiche Thema. Sie sind immer negativ eingestimmt. Sie wollen nicht an sich arbeiten und das Problem lösen. Einfach mal, weil Leiden leichter ist als Handeln. Leiden ist leichter als Handeln. Und sie leiden lieber, anstatt zu handeln. Aber das dürfen sie nicht. Die dürfen dir das nicht antun. Du bist nicht auf der Welt, um die ganzen Probleme dieser Menschen anzuhören. Du musst dein Peace of Mind verteidigen, wie so ein Wächter. Du musst dein eigener Wächter sein. Also ich persönlich, ich höre mir nichts an. Es sei denn, es ist ernst und jemand braucht wirklich meine Hilfe. Da bin ich die Erste, die vor Ort ist. Ich renne, ich mache und tue. Aber ich höre mir nichts an, was Larifari ist oder sinnlose Gespräche oder mache ich nicht. Weil ich mein Peace of Mind bewahren will. Weil ich eine gewisse Verantwortung mir gegenüber selbst trage. Und das tust du auch. Also beschütze und bewahre dein Peace of Mind. Also bis dann, ciao.